Hallo in die Runde, willkommen zur Rocket-Woche, in der ich mir fest vorgenommen habe, euch jeden Tag mit einer meiner gespielten Turnierlisten aus dem großen Finale zu behelligen, in guten und in schlechten Zeiten, mit guten und mit schlechten Karten und auch mit so manchen Kinken und Bock, den ich irgendwie eingebaut habe. Die erste Liste lief ja ziemlich gut, da war ich sehr zufrieden und jetzt schauen wir mal, wie mir in der zweiten Liste die Karte zugesetzt hat. Ich freue mich übrigens auch, dass ihr zu Protokoll gegeben habt, viele von euch, dass sie gerne auch die ganzen Listen sehen würden. 24 Spiele durchgängig, also alle Achtung, was ihr so an Skat wegkonsumieren könnt. Ich habe mir trotzdem gedacht, na, ich werde eine kleine Auswahl treffen. Es ist nun mal auch nicht jedes Spiel gleich interessant. Es passiert nicht in jedem Spiel irgendwelche spannenden Dinge. So manches Oma-Spiel läuft dann auch einfach auf Schienen mit 95 Augen nach Hause. Das hat mich also durchaus veranlasst, hier eine kleine Auswahl zu treffen. So, hier erstes Spiel, gleich ganz interessant. Vier Trumpf habe ich dagegen, Spieler spielt Pik. Es gibt ja diesen typischen Spruch, wenn du kannst, dann sollst du. Ich halte von diesem Spruch aber nicht allzu viel. Gerade gegen einen Sechstrümpfer, wenn du vier Trümpfe dagegen hast, hat dein Partner, musst du einmal mitbedienen. Da ich selber hier die Trumpf 10 im Blatt habe, habe ich die Chance oder die Gefahr, dass da das blanke Trumpf Ass von meinem Partner kommt, einigermaßen gering eingeschätzt und bleibe deswegen unter. Es fällt der Herzbube und naja gut, klar, der macht auch irgendwie einen blanken Eindruck. So, nun gehe ich über den Karo-Buben rüber, damit ich die zwei Augen mitnehme. Kann ja dann auch nur zwei Trumpfstiche machen und da ist es mal wieder soweit zu meinem, naja, Entsetzen würde ich nicht sagen, dafür habe ich es schon zu oft gesehen, aber immerhin zu meinem Erstaunen, die Pik Lusche von meinem Partner, das heißt, er hat auf Pik, Bube, Trumpf, Lusche von mir im ersten Stich aus Trumpf, Lusche, Herz, Bube, den Herz, Buben gelegt. Ja, es gibt da so diesen Spruch, den Herz, Buben brauchst du eigentlich nicht zeigen. Dieses Beispiel würde sogar, zeigt einem auch, warum man ihn nicht zeigen braucht, sondern vielleicht auch nicht zeigen sollte. Ja, wenn da die Trumpf, Lusche fällt, dann kann das gut sein, dass ich diesen Stich hier nochmal tauche und dann kommt mein Partner mit dem Herz, Buben ran. Wir machen also einen Trumpfstich mehr und bringen den Alleinspieler in die Mittelhandposition. Ja, so sind auch die zwei Augen hier verloren. Gut, sei es drum. Ich pack blank an, wie ich es gerne tue. War auch mal wieder, wie wir sehen, ne? Oft genug ist es richtig, hier auch gleich 11 Augen eingesammelt und jetzt kommt der Abstich. Gut, da jetzt so rüber zu stechen, Überstich, Rückschub, Trumpf, Lusche, eine Option, aber irgendwie keine, von der ich das Gefühl habe, dass sie uns wirklich ins Ziel bringt. Dann eher jetzt mal Karo abschmeißen, wenn der Alleinspieler, er hat ja nur 5 Trümpfe, dann wird er wohl irgendwo auch ein Drilling haben und vielleicht zwei einzelne. Dann hoffe ich doch, dass ich ihn da in der Schwäche erwische. Gut, Karo war der Drilling, so wie es ausschaut. Ja, und jetzt hätte mein Partner vielleicht auch mal drüber nachdenken sollen. Der Alleinspieler muss ja jetzt noch eine Kreuz-Lusche haben. Aber dazu muss mein Partner, der Trumpf kurz war, auf die Idee kommen, dass ich diese 4 Trümpfe habe. Das kann er natürlich dadurch schon, dass ich den Pik Buben getaucht habe. Und wenn er jetzt das Kreuz Ass hat, dann hätte er es jetzt mal besser einmal schnell zwischengezogen. Und ganz offensichtlich hat er es, denn der Alleinspieler hat noch die Kreuz-Lusche. Ja, das Kreuz Ass, es könnte der entscheidende Volle sein. Der wird jetzt jedenfalls nicht nach Hause gehen. Ja, Alleinspieler stellt sich hier auch noch auf die beiden Trümpfe und wird den wohl jetzt hoch vorstechen, also nageln mit dem Trumpf Ass, genauso passiert es, gewinnt mit 72, also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die 11 Augen gereicht hätten. Auf jeden Fall zusammengenommen mit dem Fauxpas des Herz Buben im Aufschlagstich war das schon möglich, dieses Spiel zu schlagen, so stark war es jedenfalls nicht. So, muss mich ja nicht tangieren. Du kannst nur das tun, was du tun kannst mit deinen Karten. Du bist nicht für die Fehler des anderen verantwortlich. Ich freue mich jetzt, dass ich im zweiten Spiel eine gute Ausgangskarte bekomme, super finde und jetzt einen sehr schönen Gang habe. Auf den Buben fliegt auch noch Kreuz König weg, also damit Kreuz geschlossen. Und dann gibt es natürlich nur eine Bürgerpflicht. So schnell wie möglich raus mit der Pik Lusche gegen jede Pik 3-1-Verteilung. Schneider jetzt bloß nicht noch in den Buben oder den Kreuzen rumfingern, dann kann ein blanker Pik abgeworfen werden und der Schneider wird versaut. So, damit ist der Schneider safe. Und ja, ich könnte jetzt auch natürlich abschmeißen, aber irgendwie, ich will vielleicht auch am Anfang noch nicht zu viel verraten, ne, dann über den Durchblick, den du beim Skat hast, dann spielst du einfach noch mal ein paar Stiche extra, tust so, als wüsstest du gar nicht, dass hier schon alles klar ist.
einfach um noch ein bisschen das Inkognito zu wahren. Wow, das sieht doch wie ein guter Start aus. Gleich eine schöne Karte hinterher. Oh, und noch einen Buben gefunden. Na, das Ding muss doch als Grand funktionieren. Es ist natürlich nicht hundertprozentig sicher mit Kreuz 8, 9 König, aber die Chance ist mir zu gut, als dass ich da jetzt hier ein Kreuz drauf spielen würde. So, Pik sitzt auch artig, 2-2, da ziehen wir einmal schnell die Bilder raus, damit ich auch nicht mehr eingespielt werden kann. Das gleiche mit Karo, falls jetzt Kreuze und Rund sitzt. Gut, wenn es 4-0 sitzt, können sie so oder so alle Stiche machen. Das langt ihnen dann aber schon nicht mehr, da kein Pikstich draußen war. Also, ja, wenn ich es jetzt so sehe, vielleicht sogar ein bisschen schusselig gespielt. Ich könnte den Schneider eher erzwingen, wenn ich nochmal eingespielt werde und das Karo Ass behalte. Habe ich aber nicht. Trotzdem haben die beiden Ass und 10 rausgenommen. Damit also Schneider, wunderbar, 96 drauf. Maschine brummt, würde ich sagen. Schöner Start. Und dann werde ich mich hier im vierten Spiel mal etwas bedeckt halten. Ja, ich bin dran. Worüber denke ich denn jetzt gerade nach? Aha. Gut, das Spiel ist mit 2. Wenn überhaupt hat mein Partner noch den Herzbuben, sonst würde er die 10 nicht legen. Also 6 Trümpfer, 12 Augen, mutmaßlich wenig Chancen, das Spiel zu gewinnen. 6 Trümpfer plus Pik Ass, also 3 unbekannte Karten. 12 Augen liegen, falls es Karo ist, falls er 3 Karos hat. Dann wird er bei Karo 2-2 Stand auch die 10 nie verlieren, dann machen wir im Zweifel sowieso nur noch 18 Augen, auch wenn ich hier schnippel, und kommen dann nur auf 30. Deswegen nehme ich dann lieber direkt raus. Ja, Karo König 10, so ist es. Hätte uns nur für Schneider, wäre so oder so Schneider geblieben. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht, es waren 2 weitere relativ unspektakuläre Spiele, und Spiel 7 schauen wir uns jetzt wieder an. Der Partner hat 18 geboten, das ist bei meiner Karte sicher verheißungsvoll, da ich auch noch ein paar volle mitbringe. So, hier natürlich nur der Herzkönig. Wenn mein Partner den Pik Buben hat, dann macht mein Trumpf Ass sowieso einen Stich, also Trumpf Ass wäre hier natürlich ein grober Fehler. Es ist aber ein 7 Trümpfer mit 3, das ist an dem Stich zu sehen. Partner hat schon keinen mehr. Ja, da würde ich mal sagen, erste Bürgerpflicht kann hier nur sein, aus dem Schneider zu kommen. Das sieht aber nicht so aus, als ob das hier gelungen wäre, und da geht die Karte auf. Ja, was hat Spieler 1 hier für einen Fehler gemacht? Gut, dass er sich die beiden Pik-Luschen abschmeißt, das ist natürlich völlig in Ordnung. Damit hat er jetzt aber eben nur noch Kreuz und Karo in der Hand. Karo sind die 21 schon raus, also wenn er Karo nachspielt, dann wird auch Kreuz-Lusche abgeschmissen. Er hat aber offenbar den Vierling in Kreuz, und das hätte er jetzt auch erkennen können, diesen 7 Trümpfer mit rein. Dann muss er statt eben die Kreuzdame die Kreuz 10 anbieten und macht dann hinterher mit dem Kreuzkönig den Stich mit meinem Pik Ass. Das heißt, hier wäre schneiderfrei noch möglich gewesen. Es macht einen Tusch und wir sind in Spiel 9. Ich habe nichts abbekommen. Dieser 5 Trumpf Herz ist nun wirklich zu dünn, wenn ihr euch die Beikarte anschaut. Gut, die Fantasie kennt ja schließlich keine Grenzen. Ich träume immer von Pik und Herz Bube bei so einer Karte, dann wäre es sogar ein Grang. Aber das Träumen sollte man beim Skat nicht allzu oft, sagen wir mal, den Träumereien die Oberhand geben. So, 15 Augen im ersten, jetzt vielleicht eine gute Karte, um auch wirklich die lange Farbe zu spielen und die Karte zu klären, auch für meinen Partner. Ich biete hier nur den Herzkönig an, zeigt sich, dass das gut ist, habe noch die Fantasie, dass ich auf Karo oder Pik, aber eher auf Karo, wo ich nur einen habe, Stiche meines Partners die Herzvollen unterbringen kann.
So, hier die Überlegung, rauf oder nicht. Nein, ich möchte, ich schone meine Vollen, ich will sie unterbringen. So, da ist wohl jetzt der kritische Moment. Mein Partner überlegt, weiß nicht, was er abschmeißen soll, oh, und er entscheidet sich für Karo. Also, es ist ein Sechstrümpfer, das ist jetzt klar. Ja, und ganz offensichtlich mit Karo Drilling an der Seite, zumindest sieht es stark so aus, und mein Partner hat sich leider dann wohl entschieden, aus Ass König 9 den abzuschmeißen, um dafür Pik zu halten. Das, würde ich mal sagen, war ein Fehler, wo wir hier erst 15 Augen hatten und wo der Alleinspieler selbst auf Herz Dame Lusche sticht. Da muss mein Partner doch auf die Idee kommen, dass er nicht in sowas wie Pik Ass zu dritt sitzt, dann hätte er doch da die Lusche abgetragen, sondern in der bestellten 10. Das heißt, inkonsequent gespielt hier von meinem Partner, dass er die Karo Lusche abträgt. Hätte er Pik Dame abgeschmissen, dann hätte er alle drei Karo Stiche machen können von mir, Herz Ass und 10 rein, 28 in Karo plus 21 und die 15 Augen. Also dieses Spiel, es war auch zu knacken. Nun gut, da ist es wieder soweit. Ich krieg eine Keulenkarte, finde hier auch noch die Pik 10 in Mittelhand. Das Spiel geht als Grang los. Einzige Schwäche hier Herz 9, Dame König. Natürlich auch immer die Gefahr, dass was gestochen wird, aber bei Passe, Passe gar nicht so wahrscheinlich. Herz Ass sehe ich dann auch schon mal gerne. Wenn Herz nicht 4 zu 0 sitzt, ah, es sitzt 4 zu 0. Das ist natürlich bitter. Jetzt muss ich mal sehr präzise mitzählen. 21, 44. Das läuft bisher natürlich nicht gut. Wenn jetzt der Abstich kommt, ja, er kommt auf 50. Noch ist das Spiel verlierbar. Ein Voller fehlt noch. Wenn jetzt der Einschub in mein Karo Ass kommt, dann würde ich natürlich sofort Pik 7 spielen, bei 50 liegen. Nur noch Pik 4 zu 0 würde mich dann umbringen. Das ist aber jetzt noch eine reale Gefahr. Ein Voller ist nämlich noch draußen. Der könnte darauf versenkt werden. Ah, da kommt Kreuz raus. Das ist gut. Damit bin ich Sieger bei 50 Augen. Jetzt müsste ich den Unterzug in Pik nicht mehr spielen. Es fehlt gar kein Voller mehr. Ich mache es trotzdem, ja, so prinzipiell. Das ist eigentlich Banane, aber es ist hier der Stich, der potenziell die wenigsten Augen zulässt. Gut, wenn Pik 2-2 steht, natürlich nicht, dann ist es auch uninteressant, aber wenn Pik 3-1 steht, dann hätten da sonst 8 Augen fallen können. So sind nur die 7 Augen gefallen. Da sehen wir auch, Pik König steht zu dritt, also durch den Unterzug hier noch ein Auge gespart. Glücklicherweise war das jetzt gar nicht mehr kriegsentscheidend. Ich gewinne diesen Gang, ne, doch im Spielverlauf mit ein bisschen Herzflimmern, Kammerflimmern mit 63 Augen. Nach einem guten Spiel sollst du passen. Auch so eine dieser Weisheiten, auf die ich eigentlich überhaupt nichts gebe. Allerdings ist meine Hand hier, ja, für Passe, Passe hätte ich sicher reingeschaut. Wo ich ein Gebot bekomme, vermeide ich das lieber. Und interessant, schaut es euch an. Karo wird gespielt, wo ich die 5 dagegen habe. Nun habe ich natürlich hier auch noch zwei hängende Volle, wie man so schön sagen kann. Einmal die sogar blanke 10 und die bestellte Herz 10, auch Kreuz König. Also nicht gesagt, dass der Spieler hier Schwierigkeiten bekommt. Ich kann ja auch diese Pik 10 im Zweifel nicht verstecken, dann haue ich sie lieber auf den Tisch. Das muss ja nicht immer günstig für den Alleinspieler sein. So, nun entscheide ich mich diesmal hier den ersten Trumpf rauszunehmen und es ist ein Sechstrümpfer, offensichtlich mit Pik Ass dabei. Herz scheint dann eher die Stärke und lange Farbe meines Partners zu sein, deswegen die Herz 10. Die werde ich jetzt nicht anbieten, die möchte ich schließlich auf Pikstichen unterbringen. Also, was bleibt mir noch für eine Alternative? Herz unter durch ist auch dann im Zweifel nicht gut, kann der Alleinspieler abschmeißen. Kreuz suchen wir die Übergabe und wir finden die Übergabe. Das ist natürlich, ja, 15:30. Jetzt hat der Alleinspieler das Pik Ass blank gehabt, das heißt, Herz 10 bekomme ich da nicht rein. Dafür kriege ich Kreuz Lusche abgetragen und naja, bei 30 liegen Kreuz 10 ist der Drilling beim Alleinspieler. Ja, kommen wir jetzt auf 51. Jetzt kann ich auch in Ruhe mal die Herz 10 anbieten. Will nicht, dass mein Partner noch hier ein Bild in Herz verbrennt, deswegen biete ich jetzt direkt die 10 an. Ich mache ja nun noch zwei Trumpfstiche.
Einmal hier auf Kreuz den Einstich, dann Herz raus, Alleinspiel hat jetzt nur noch Trumpf, wir stehen auf 58, habe noch den Karo Buben, also das Spiel geht ganz genau über den Jordan. Ja, mehr gab es auch nicht, aber 60 langt und damit platt. Auch Spiel 12 wurde verloren, Spieler 2 hier eine kleine Negativserie und nun kommt Spiel 13. Wo ich immerhin mal 18 biete in Mittelhand, die werden aber wiederum von Spieler 2 gehalten. Der hat hier also die Rohre ganz schön geflutet. Ja, wenn er Karo spielt, hätte ich wenig Ambition, doch er hat kein Karo, er hat einen Pik, da habe ich 4 Trumpf dagegen und eine Farbe frei. Auch hier sicher schon eine Überlegung, diesen ersten Buben laufen zu lassen. Aber wenn dann wenigstens der Karo-Bube nur bei meinem Partner sitzt, oder auch der Trumpfkönig, dann hätte ich entweder den Stich verschenkt oder ein paar Augen. Gut, nun habe ich also hier die Lusche erstmal abgegriffen. So, Kreuz möchte ich noch nicht anfassen. Also Herz. Und da ich wieder Ass 10 habe, spiele ich die Dame. Und es zeigt sich, scheint, könnte wieder ein Problemspiel werden, denn Herz Ass und Herz 10 ist bei meinem Partner. Ja, was hat denn dann der Alleinspieler überhaupt noch für eine Stärke? Kreuz ist es ja offenbar auch nicht. So, Karo Buben tauche ich nun und seht, seht, auch mein Partner hat noch eine zweite Trumpflusche, also es ist sogar nur ein Fünftrümpfer mit einer Herzlusche dabei. Ja, dann müsste er, ist er jetzt an sich schon gezwungen, über seine Karo-Stärke zu gehen. Doch das tut er nicht, er tut es nicht, er spielt Trumpf weiter. Das ist natürlich lebensgefährlich. Ich habe jetzt Trumpfabzug. Karo König, Wimmlung, Karo Dame, da kriege ich jetzt das Trumpf Ass und damit langt Kreuz Ass auf jeden Fall, selbst wenn der Alleinspieler in der bestellten 10 steht, tut er aber nicht, die Kreuz 10 ist sogar noch bei meinem Partner, das ist bitter, jetzt kommen noch Karo Ass und 10 reingeflogen. Ja, das war jetzt natürlich bitter, Schneider ist er geblieben, 5 Trümpfer mit Karo Ass 10, Lusche an der Seite, also den Trumpf nochmal raus, den hätte er nicht spielen dürfen, gewonnen hätte er sonst natürlich auch nicht. Aber Schneider, das war jetzt ein wenig unnötig. Noch ein kleiner Sprung zum 15. Spiel. Und da habe ich doch wieder schönes Material bekommen, einen herrlichen Ansatz Pik. Allerdings Spieler 2, der gerade einen Hattrick auf der rechten Seite eingeflochten hat, der lässt nicht locker. Ich komme hier für 33 nicht ran, aber das ist doch keine Frage, dass ich dann auch weiter reize, zur Not so lange, bis ich dran bin, und ich komme nun bei 40 ran. Ja, eine echte Gewissensfrage jetzt hier. Welches Spiel ist stärker? Der Pikant hat natürlich auch so seine Tücken mit 3 Luschen in der Beikarte, immerhin aber kein Bild, das ist dann auch schon mal wichtig, verrät im Zweifel auch nicht so viel. Oder der Grang, aber gegen diese 36er Reizung aus Mittelhand, der kann natürlich Karo und Kreuz oder eins davon lang haben, 2 Buben. Ich entscheide mich jetzt doch für den Pikant, der scheint mir das etwas bessere Spiel zu sein, wenn ich natürlich auch lieber reingeschaut hätte. So, nun werde ich ins blanke Herz Ass eingespielt, so weit, so gut. In aller Regel wäre ein Unterzug ja nicht so schlecht, um mich gegen Trumpf 4-1 besser abzusichern. Hier ist es jetzt aber so, dass mir die Trumpfvollen im Zweifel auch anbrennen und ich irgendwelche Überstich Ängste habe. Irgendwas hat Spieler 2 ja auch gereizt, der passt auf 40, das kann auch der Herz sein. Da lang ich dann lieber mal ganz treu doof, nenne ich es mal, von oben hin. Und glücklich Herz-Bube liegt, das wäre natürlich dann auch mein Grang gewesen, so aber bin ich auch nicht unglücklich, denn mit der Karo 10 und dem schlafenden Herz-Buben ist dieses Spiel jetzt natürlich gewonnen. Und was kann einen mehr freuen als ein gewonnener Pikant mit 3? Durch den Herzbuben wird die Wertungsstufe nochmal erhöht. Also alles wunderbar. Spiel 16 war ein relativ unspektakuläres Selbstläuferspiel. Das kann man allerdings von Spiel 17 nicht behaupten. Deswegen schauen wir uns das im Detail an. Ich sitze vorne, habe kein Gebot, Mittelhand kommt für 18 ran. Und tauft Herz, was ja im ersten Moment nicht unbedingt so aussieht, als ob wir ihm da nun groß was abbeißen könnten. Kurzer Weg, lange Farbe, ich spiele die Pik Lusche aus, versuche ihn hier an seiner
wundesten Stelle zu treffen, und das scheint auch zu gelingen. Hinten kommt Pik König, das verrät natürlich eine ganze Menge und lässt mir die Hoffnung, dass mein Partner jetzt Pik frei ist und die Pik 10 stechen kann. Ich komme wunderbar hier an den Stich, erstmal mit Kreuz Bube, 14 Augen. Gut, auch wenn mein Partner Pik 10 hat, dann müsste der Alleinspieler vielleicht noch die Lusche bedienen, wenn er sie nicht gedrückt hat, also Pik Dame auf jeden Fall hinterher. Und da gelingt der Auftakt in die Partie, 27 Augen, mein Partner kann noch die Trumpf-Lusche verstechen, spielt jetzt hier mit Karo rüber. Alleinspieler überlegt, ich denke noch, na, der wird doch wohl nicht unter seinem Karo Ass gespielt haben und dem Alleinspieler jetzt erlauben, etwa günstig Kreuz abzuschmeißen. Er wird ihn doch jetzt wohl in die eigene Farbe anspielen. Und da ist es tatsächlich so, er spielt unter seinem Karo Ass und der Alleinspieler allerdings wirft Pik Lusche ab. Und das bedeutet natürlich nach Adam Riese, er hat mindestens noch ein Kreuz dabei, denn er hat höchstens 6 Trümpfe und 3 Pik dabei, kein Karo. Jetzt muss ich natürlich zwingend das Kreuz Ass ziehen, ist doch sonnenklar. Ich habe mir eben noch Gedanken gemacht, warum mein Partner nicht auf Kreuz rüberspielt und mein Ass gefährdet, und jetzt bin ich irritiert über den Abwurf von Spieler 1. Warum wirft er Pik 8 ab und nicht die Kreuzlusche, die er auf jeden, oder den Kreuz, die Kreuzkarte, die er auf jeden Fall führt? Ich bilde mir plötzlich ein, dann hat er wohl nur einen 5-Trümpfer, steht noch im dem bestellten Kreuz 10 oder dem Kreuz König. Er wirft deswegen erst Pik ab, quäl ich ihn dann noch mit einem Zwischenzug in Pik, und in dem Moment, hier wo die Karte liegt, denke ich noch, Mensch, das ist doch idiotisch, du willst ihn doch nicht Schneider spielen, du willst doch nur das Spiel gewinnen. Es müsste doch mit Sicherheit langen, wenn du das Kreuz Ass direkt ziehst, und jetzt wirft er auch die Kreuzlusche ab. Ich greife mit dem Ass hinterher, und tatsächlich, da hat er mich irgendwie auf die Rolle genommen. Also in diesem Spiel, so kann man wohl sagen, haben wir alle drei ganz schlecht gespielt. Das geht los mit Spieler 2, dann nach dem Einstich, nachdem wir 27 liegen haben, unter seinem Karo Ass und 10 spielt, und es damit natürlich dem Alleinspieler erlaubt, auf 4 Augen seine Kreuz-Lusche abzuwerfen. Es wäre natürlich viel stärker gewesen, einfach in Kreuz reinzugreifen, da kann er normalerweise nichts kaputt machen und dann die Karo-Stiche für meinen Trumpf und Pik aufzubewahren. Ja, der Alleinspieler braucht nur die Kreuz-Lusche abschmeißen, dann gewinnt er auch, hat er aber nicht gemacht, hat Pik gespielt, und ich habe mich von diesem ganzen Chaos irgendwie anstecken lassen, beeinflussen lassen, ziehe jetzt nicht das Kreuz Ass, das ist natürlich der letzte Fehler, und der ist entscheidend, also einfach nur dusselig gespielt. Dang. Wir kommen zu Spiel 20. Boah, schaut das euch an. Deswegen wollte ich dieses Spiel wohl zeigen, weil es so ein schöner Ansatz ist, und jetzt greifen wir natürlich zum Grang in den Skat bei Passe, Passe, Wupp. Und ist denn das zu glauben? Das glaubt doch kein Mensch, wenn man es nicht mit eigenen Augen sehen würde. Wie kann es denn sein, dass ich jetzt bei diesem Keulenansatz bei Passe, Passe, Kreuz, 8 und Dame finde? Das ist doch das ist unfair, das ist unmöglich. Also was denkt der Skatgott sich dabei? Ne, jetzt wollte ich jetzt den Herzkönig sogar mitdrücken, habe es mir dann wieder anders überlegt, in Vorhand 3 Augen drücken. Auf Pik Bube kriege ich jetzt nicht mal ein Bild, auch noch nicht mal ein Voll, also weder ein Vollen noch ein Bild, trotzdem spiele ich diese Spiele meistens einmal von oben, einmal von unten, will mich gegebenenfalls gegen 4 Trumpf verteidigen, wenn der dann auch noch beide Trumpf Vollen hat, und fallen hier 21, okay, muss natürlich auch nicht optimal sein, aber so habe ich hier gefühlt etwas mehr Kontrolle. Jetzt stechen und Trumpf überprüfen, ob die jetzt 1-1 noch verteilt sind, ansonsten kann ich danach über die Dörfer Pik gehen. Doch, Trumpf kommt, dann ist auch alles fein. Jetzt spiele ich Pik von oben. Wenn der zu dritt sitzt, dann kann ich danach wenigstens den letzten im Spiel befindlichen Vollen, die Herz 10, wieder kontrollieren. Also ein ungefährdeter Sieg für ein zweifaches Karo-Spiel. So, sind wir auf der Zielgeraden. Eigentlich wollte ich hier nur noch die letzten beiden Spiele präsentieren, aber ist ja fast zu aufwendig, das jetzt alles noch wieder rauszuschneiden. Also bleiben wir dabei und gucken uns jetzt hier auch dieses Spiel an. Da habe ich zwar jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, was hier passiert, aber das sehen wir ja gleich. Aha, Kreuz. Schnupp, gestochen. Und es ist ein 7-Trümpfer mit 4, eieiei, gut.
mit dem Herz Ass an der Seite, dann ist Schneider frei schon nicht mehr möglich. Da kommt die letzte Lusche. Mein Partner will es noch nicht glauben, versucht es noch zu schnippeln, aber die Mathematik lässt sich nicht aushebeln. Auch der Alleinspieler hat genau 10 Karten in der Hand. So, wie ist denn der Zwischenstand jetzt eigentlich? 5 zu 0, Spieler 1 knapp 600, Spieler 2 8 zu 3, hat sich nach den drei Beetspielen wieder ein bisschen berappelt. Ich stehe hinten auf 5 zu 0 mit 700, also ganz gut im Rennen, aber doch jetzt schon eine ganze Ecke Pause gemacht, beziehungsweise nur ein kleines Spiel in den letzten beiden Blöcken gefühlt. Jetzt schon noch wieder ein bisschen Nachholbedarf. Sage also jetzt hier auch mit, ja, schon eher halb seidenen Ansatz, biete ich 18, komm ran, kann mich aber nicht beklagen. Pik Ass im Stock, noch ein weiterer Pik. Das sieht wie ein ganz solider Sechstrümpfer aus. Da müsste schon erstmal Trumpf zu viert dagegen stehen, um den anzugreifen. So, nun kommt Karo raus. Ich werfe ab, auch wenn es ja manchmal heißt, wer abwirft, verliert. Nein, das ist auch wieder so eine Binse, die nicht immer trifft. Bin jetzt also auf drei Augen meine Lusche losgeworden. Danach komme ich hier zum Einstich und hinten muss noch bedienen. Das riecht irgendwie schon nach vier Trümpfen. Gegen vier Trumpf ist jetzt normalerweise ja auch ein Unterzug nicht so schlecht. Allerdings hängt dann auch wieder mein Trumpf Ass. Wenn Spieler 2 nun gerade rankommt, kann er weiter mit Karo fortsetzen. Nein, nein, also das mag ich mir jetzt auch nicht angucken. Es ist aber jetzt durchaus Zeit, hier mal ein bisschen, ja, Witterung aufzunehmen. Es hängt doch ein bisschen Gefahr in der Luft. Deswegen ziehe ich jetzt auch nicht ein zweites Mal Trumpf von oben, sondern noch einmal von unten, damit ich danach nicht sofort wieder Trumpf abgezogen werden kann. Ich zwinge hier die Spieler quasi jetzt noch einen Zwischenzug zu machen. Also es stehen die vier Trumpf. Es kommt die erste Ladung. Spieler 1 hat also noch den bestellten Buben. Und ja, ich komme also durchaus ein bisschen zu kurz, kann jetzt hier aber natürlich erstmal schön einstechen und werde jetzt den Teufel tun, noch Trumpf zu ziehen. Ich spiele jetzt Herz oben unten und habe damit die Kontrolle, weil ich den höchsten Trumpf noch in der Hand habe, dass ich mit meiner Trumpflusche hier noch einen weiteren Stich mache. Damit ist dann auch wieder alles fein. Und ich gewinne mit 70 Augen diesen Pik. So, hinten raus kommt noch mal was. Das sieht doch auch gut aus. Jetzt noch eine gute Findung, dann wird es auch wieder eine schöne Liste. Ah, erstmal ans Spiel kommen. Das ist natürlich die erste Frage, die sich stellt, ohne Dreien. Aber da haben wir nur eine 22er Reizung. Wupp! Na, das hätte auch besser sein können. Zwei Farben zwar, aber mir fehlt natürlich Karo 10, Dame 7. Also es kann hier durchaus gegen ungünstigen Karo oder ungünstigen Trumpfstand zu Schwierigkeiten kommen, ist aber nicht der Fall. Guck mal, manchmal läuft es auch wie auf Rädern, da malt man den Teufel an die Wand. Trumpf steht aalglatt und jetzt geht es nur noch um Schneider. Na, den kann ich natürlich nicht vermeiden, indem ich tauche. Dann gibt es eine Ladung und der Kreuzbube ist noch draußen. Jetzt muss ich einfach hoffen und auch das gelingt. Kreuzbube liegt beim richtigen Spieler, sodass Karo 21 nicht gestochen werden kann. Das war nochmal ein schönes Spiel. Schneider, 60 Augen, und damit habe ich wieder die 900. 7 zu 0, ist ja herrlich. Und jetzt kommt noch das letzte Spiel der Liste, und das sieht doch wieder aus, als könnte ich es, als will ich es zumindest spielen. Aber komme ich ran? Zumindest nicht für 20. Ich wäre ja gerne für 20 rangekommen, denn der blanke Karo König macht mir natürlich ein wenig Sorge. Muss aber hier weiter reizen. Wie weit muss ich reizen? Ich komme ran gegen eine Nullreizung, dann spielen wir den Herzhand. So, das ist mir zu heiß, da zu schnippeln im Aufschlagstich gegen die Kreuzreizung. Hätte ich tun können. 28, eieiei, ah, der Stich ist doch Gold wert. Manchmal läuft es so schön, beim Handspiel jetzt den siebten Kreuz aus Hinterhand zu spielen. Das war sicher kein guter Zug von Spieler 1. Vorhand sticht, und damit kann ich den Karo König ganz lässig auf 32 abschmeißen. Jetzt gibt es nur noch einen Trumpfstich. Also so einfach ist manchmal das Kartenspielen, und Karo Ass war bei Spieler 1, also der hätte auch leicht nochmal jetzt Karo Ass zwischenziehen können, wo sie schon 28 liegen haben. Dann hat er noch die beiden Buben, und nachdem das Karo Ass dann gelaufen wäre,
hätte er den siebten Kreuz spielen können. Gut, Karo 10 war jetzt im Stock, trotzdem wäre es dann, glaube ich, ganz eng geworden, vielleicht sogar umgegangen. So aber schließe ich auch diese Liste mit einem sehr guten Ergebnis ab, vor allen Dingen auch mal ohne Beatspiel. 9,89, bleibe also weiterhin auf Kurs. Damit verabschiede ich mich heute in den Feierabend.